Linker Niederrhein im Februar 1945. Die Front ist da. Nach monatelangen Vorbereitungen stoßen die Alliierten aus dem niederländischen Raum in Richtung des Rheines vor. Der Fluss stellt das letzte Bollwerk vor dem Deutschen Reich und vor Berlin dar. Die Deutschen wollen hier den Vormarsch unbedingt zum Stillstand bringen. Der Westwall und die mit Panzer und Laufgräben durchzogenen Orte am linken Niederrhein sollen die letzten Kilometer vor dem Fluss schon zur Hölle auf Erden für die Angreifer machen. Als Ziel für den eigentlichen Übergang wählen die Alliierten den Bereich um Wesel aus. So wird das Dorf Sonsbeck bereits lange vor dem eigentlichen Frontverlauf nahezu komplett zerbombt, ehe Anfang März 45 Engländer, Schotten, Amerikaner und Kanadier den Ort einnehmen wollen. Bei den Kanadiern nähert sich das Regiment de la Chaulière Sonsbeck. Dieses Regiment besteht ausschließlich aus französischsprachigen Soldaten. Am 1. März bezieht diese Einheit in Uedemerbruch direkt neben dem Bahndammquartier, ehe die Soldaten sich am nächsten Tag weiter entlang der Boxteler Eisenbahnlinie in Richtung Labbeck vorkämpfen. In diesem Regiment dient der Sanitäter Florian Seigneur Vailleux. Der 26-Jährige ist bereits seit der Landung in der Normandie an der Front dabei. Er gehört der B-Kompanie an. Dem kanadischen Kriegstagebuch ist zu entnehmen, dass ein Bauernhof zwischen Uedemerbruch und Labbeck als provisorische Sanitätsstation aufgebaut wird. Am 5. März gegen Mittag erhält die B-Kompanie den Befehl, weiterzuziehen. Es soll durch den Balberger Wald nach Süden vorgerückt werden und Sonsbeck eingenommen werden. Dieses Dorf ist nach Informationen der Einheiten von den Deutschen verlassen worden. Direkt hinter dem Balberger Wald gerät die Kompanie jedoch unter das Feuer einer gut ausgerüsteten deutschen Einheit, die sich hinter einem kleinen Waldstück auf einer Anhöhe verschanzt hat. Die Kanadier sind von diesem Beschuss überrascht und suchen Schutz in einem Bauernhof, wo sie schnell durch den anhaltenden Angriff der Deutschen isoliert werden. Der Hof wird permanent beschossen, den Kanadiern geht die Munition langsam aus, als sie bemerken, dass ein schwer verwundeter Kamerad schutzlos im Feld liegt. Florian Vailleux fragt die anderen Soldaten um Hilfe, doch niemand ist bereit, sein eigenes Leben zu riskieren. Also schleicht Vailleux alleine los. Es gelingt ihm tatsächlich, den Verwundeten in das bereits stark beschädigte Haus zu holen. Der Gerettete bedankt sich, berichtet aber, dass ein Stück weiter weg noch ein weiterer, ebenfalls verwundeter Kanadier im Feld liege. Wieder ist es nur Vailleux, der loszieht und wieder gelingt die Rettung des Kameraden. Erst am nächsten Morgen können die Kanadier die deutsche Stellung zum Rückzug zwingen. Der Hof ist komplett zerschossen, Vailleux hat die Verletzten bereits in der Nacht hinter die Kampflinie evakuieren können. Am nächsten Tag können die Soldaten weiter vorrücken und den tatsächlich von den Deutschen verlassenen Ort Sonsbeck einnehmen. Im Sommer 2023 kommt José Vailleux auf der Spurensuche nach der Geschichte ihres Großonkels nach Sonsbeck. Seit fast einem Jahr ist der Sonsbecker Verein für Denkmalpflege bereits mit ihr im engen Austausch und auf der Suche nach den Schauplätzen, die in den Kriegstagebüchern beschrieben sind. Und tatsächlich gelingt es, den Hof, an dem Vailleux 1945 die Kameraden rettete, zu finden. In diesem Waldstück, das du siehst, haben die Deutschen gelegen und haben von dort aus auf diesen Hof beschossen, der mittlerweile von den Kanadiern aufgesucht worden ist, um sich eben zu verstecken oder zu schützen. Dann haben die Kanadier eben bemerkt, dass zwischen dem Wald und dem Hof auf dem Feld ein verwundeter kanadischer Kamerad lag. Und alle haben große Angst gehabt. Und dein Onkel war es eben, der sich ein Herz gefasst hat und dann eben rausgegangen ist, um den kanadischen Kameraden zu retten und eben zu schützen. Für José Vailleux ist es der Höhepunkt einer intensiven Recherche. Der Großonkel ist für die Rettung der Kameraden mit einer der höchsten kanadischen Ehrungen ausgezeichnet worden.
Sie möchte diese Ereignisse möglichst detailliert aufarbeiten und plant, ein Buch über den Weg des Onkels in Europa zu schreiben und seinen Weg von der Normandie bis Sonsbeck nachzuvollziehen. Die kanadischen Kriegstagebücher sind dabei ein guter Wegweiser. Eine Mischung aus dem Wissen der Sonsbecker Vereinsmitglieder und den Resultaten der Suche in kanadischen Archiven und Museen ermöglicht tatsächlich eine beeindruckende Zeitreise. Immer mehr originale Schauplätze können mit der Zeit identifiziert und aufgesucht werden und sorgen für Gänsehautmomente bei allen Beteiligten. Es bleibt nicht nur bei der Identifizierung des Hofes, an dem Vailleux das Leben der Soldaten rettete, auch der Hof, an dem tags zuvor das Regiment eine provisorische Sanitätsstation eingerichtet hatte, kann aufgefunden werden. Wie schon auf dem ersten Hof wird José Vailleux auch hier von den Besitzern herzlichst empfangen und bekommt die Gelegenheit, sich die Örtlichkeiten anzusehen und dem Onkel ganz nah zu sein. Wir sind jetzt in dem ehemaligen Lazarett. Das war früher ein Schweinestall. Und das ist der Ort, an dem dein Onkel gearbeitet und Geschichte geprägt hat. Hier haben die medizinischen Berichte gehangen, die fürs Lazarett notwendig waren. Du musst dir das so vorstellen, also hier in diesen Boxen haben die Verwundeten gelegen und sind hier gepflegt worden und ihre Verletzungen sind behandelt worden, unter anderem eben auch von deinem Onkel. Ich habe sehr starke Gefühle hier, zu wissen, dass ich an denselben Orten bin, an denen mein Onkel war. Ich kann das nachvollziehen, was er und seine Kameraden erlebt haben und fühle gleichzeitig eine große Traurigkeit über die Verluste, die es gegeben hat. Auf eben diesem Hof, wo das Regiment die Sanitätsstation hatte, findet ein Mitglied des Vereins für Denkmalpflege vor vielen Jahren einen kanadischen Helm. Diesen stiftet er für das Kriegsmuseum in Quebec, wo der Helm mit großer Freude empfangen wird. Dieser Helm hier, ein kanadischer MK3, wurde in dem Wald dort hinten gefunden, wo sich das Regiment gesammelt hat für den Angriff auf den Nabershof. Den würde ich dann gerne übergeben für das Museum in Quebec. Vielen Dank im Namen des Regiments de la Chaudière und des Museums. Ich werde diesen Helm, der einem Kanadier gehört hat, mit nach Hause nach Kanada nehmen. Auf Fotos und Filmmaterial vom 6. März 1945 ist zu sehen, wie die Kanadier Sonsbeck einnehmen und durchfahren, um weiter in Richtung Sandton und Fehn vorzudringen. José Vailleux besucht auch hier die Schauplätze von damals. Was hat man mit all dem Material und dem Schutt gemacht, der hier auf den Straßen liegt? Also das Material ist teilweise abtransportiert worden, aber ein Großteil ist auch benutzt worden für den Wiederaufbau. Und wir haben mit einem Zeitzeugen gesprochen. Er hat gesagt, es hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis alles wieder so hergestellt war, wie es vor dem Krieg war. Wir sehen hier auf dem Bild, Dankeschön, also die Kreuzung, die im Übrigen im Krieg ein ganz, ganz wichtiger Knotenpunkt war. Und das liegt etwas an dem geografischen Ort von Sonsbeck, weil es im Prinzip die Verbindung von Geldern nach Xanten und Kleve nach Wesel ist. Auf dem Foto erkennen wir einen Mann wieder, der auf vielen Fotos mit ihrem Onkel drauf war. Und wir vermuten, dass einer von den beiden tatsächlich der Onkel ist.
genau hier in Sonsbeck endet die Kriegszeit des Soldaten Florian Bayeux. Seine Einheit wird hinter die Front zurückgezogen und später in die Heimat verlegt. Dort lebt er ein ziviles Leben und berichtet niemandem von seinen Lebensrettungen in Deutschland. 1980 stirbt er im Alter von 62 Jahren. José ist 5 Jahre alt, als ihr Großonkel stirbt. Von seinen Erlebnissen erfährt sie erst lange nach seinem Tod durch ihre Großmutter, die die Uniform aufgehoben hat und Fotos der Soldaten in ihrem Haus aufgehängt hatte. Der Krieg war für die Menschen in Kanada trotz der schlimmen Ereignisse weit weg. Für die Soldaten war es schwer, die Erlebnisse zu verarbeiten. So kam es, dass auch Florian kaum über seine Zeit an der Front sprach. José hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Taten des Onkels und des gesamten Regiments in Kanada bekannter zu machen. Sie möchte Florian Bayeux und seinen Kameraden zu der Anerkennung verhelfen, die sie verdient haben, als sie gemeinsam mit den Alliierten die Welt von der Nazi-Diktatur in Deutschland befreiten. Dass bei gerade diesen Recherchen die Feinde von damals gemeinsam in Deutschland und Kanada die Spuren wie Puzzleteilchen zusammengesetzt haben und in dieser langen Zeit der Suche zu Freunden geworden sind, hätte Florian sicherlich sehr gut gefallen.